der Helaba gefällt mir besonders, dass sie das Thema Nachhaltigkeit so in den Vordergrund stellt. Das ist ein Thema, das mir persönlich wichtig ist. Ich bin Wiebke Maren Wiechert, 29 Jahre alt und in der Abteilung Projektportfolio Steuerung tätig. Während meines Studiums habe ich ein Praktikum in der Personalgewinnung und Entwicklung der Helaba gemacht. Schon da habe ich gemerkt, dass es mir in der Helaba richtig gut gefällt. Ich habe viele nette Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und welche spannenden und vielseitigen Themen es im Personalbereich einer Landesbank gibt. Deshalb habe ich mich gefreut, dass sich nach dem Studium die Möglichkeit für mich ergeben hat, in der Helaba ins Berufsleben zu starten. Dort habe ich dann im Personalbereich verschiedene Tätigkeiten und Aufgaben übernommen und mit verschiedenen Teams in verschiedenen Abteilungen zusammengearbeitet, die mich immer unterstützt, gefördert und gefordert haben und mir auch manchmal schon Dinge zugetraut haben, die ich mir noch nicht zugetraut habe. Durch die Erfahrung in den Abteilungen und den verschiedenen Arbeitsweisen habe ich für mich gemerkt, wo meine Stärken und Schwächen liegen. Ich habe gemerkt, dass mir besonders die Arbeit mit Daten, Analysen und Auswertungen Spaß macht. Also das, was man so unter Controlling verstehen würde. Daher klang die Arbeit im Projekt Portfolio Management für mich super spannend und herausfordernd. Und ich habe mich riesig gefreut, dass sich die Möglichkeit ergeben hat, intern zu diesem Themenfeld zu wechseln. An der Arbeit mag ich besonders, dass wir den Gesamtüberblick über alle Projekte der Bank haben und damit die Weiterentwicklung der Bank unterstützen und mitgestalten können. Im Projekt Portfolio Management bin ich für die Themen rund um das Controlling und die Planung aller Projekte der Helaba zuständig. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen bereiten wir die Informationen aus den einzelnen zahlreichen Projekten im Überblick auf, sodass die Entscheider der Bank das Portfolio gut steuern können. Für mich ist das Thema Controlling einfach ein ganz wichtiger Teil in der Unternehmenssteuerung. Nur wenn man auch prüft, also controlled, was man initiiert und angestoßen hat, kann man schauen, ob es in die Richtung läuft, die geplant war oder ob man gegebenenfalls Gegenmaßnahmen einleiten muss und umsteuern muss. In der Zusammenarbeit mit den Projektleitungen versuchen wir Hilfestellungen zu geben und gemeinsam mögliche Stolpersteine zu identifizieren und gegebenenfalls gegensteuern zu können, um dann letztlich damit die Projekte zum Erfolg zu führen. Ein großes Highlight in meiner bisherigen Zeit in der Helaba ist die Möglichkeit, mich entsprechend meiner Stärken intern weiterentwickeln zu können. Dabei bin ich besonders dankbar für die Kolleginnen und Kollegen und Führungskräfte, die mich dabei unterstützt und gefördert haben. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich mich in der Helaba weiterhin so entwickeln kann wie in den vergangenen Jahren und mit Kolleginnen und Kollegen an spannenden Themen weiterarbeiten werde. Für die Helaba wünsche ich mir, dass sie den Weg in Richtung Nachhaltigkeit so konsequent wie bisher weitergeht und so mir und meinen Kolleginnen und Kollegen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz bietet. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann schaut gerne einmal auf die Karriereseite auf der Website der Helaba. Dort gibt es viele spannende Stellenangebote.